In Deutschland hat die Hitze zu einem neuen Temperaturrekord für den Monat Juni geführt. In Koszen in Brandenburg nahe der polnischen Grenze war es am Nachmittag 38,6 Grad heiß. Das meldete der deutsche Wetterdienst. Etwa 2 Grad weniger waren es in Berlin. Hier erfreuen sich Gewässer wie der Weiße See großer Beliebtheit. Also heute Morgen finde ich es wirklich gut, weil ich aufgestanden bin und dachte, ich bin im Urlaub. Aber sonst halte ich es nicht aus. In der Wohnung halte ich es nicht aus. Ich wohne unterm Dach. War alles schon zu meiner Kindheit, vor 60 Jahren. Also wir hatten schon öfters, es gibt zwar jetzt öfters Hitze, aber so eine Hitzegeschichten hat man schon in 60er und 70er Jahren im vorigen Jahrhundert. Es ist eine Katastrophe, wirklich eine gute Warnung an alle Menschen, besser aufzupassen und ihre Verhaltensweisen herunterzufahren. Die Hitze sorgt auch für mehr Arbeit in den Notaufnahmen, wie hier im Klinikum Frankfurt-Höchst. Natürlich sind ältere Menschen, sowieso schon vorerkrankte Menschen, stärker betroffen, was Kollapsneigung, was Kreislauferkrankungen angeht, was auch Hirndurchblutungsstörungen angeht, jetzt in der Hitze, wenn der Kreislauf halt zusammenbricht. Ältere Menschen haben generell ein geringeres Durstgefühl. Deshalb sollten sie besonders darauf achten, ausreichend zu trinken. Für Hitzetage empfehlen Mediziner mindestens 1,5 Liter.